Ich denke auf jeden Fall, dass diese Ausstellung es leistet, dem Betrachter die verschiedenen Stilrichtungen zu erläutern und anschaulich zu machen, auch die Unterschiede. Japan ist eine Insel und wir haben wie Zwiebelschalen immer wieder Wellen von Einfluss von außen. Das ist erstmal das große China, die kontinentale Kultur aus China, dann also Tuschmalerei, Monochrome, dann das Yamato-e mit der farbigen, betont auch jahreszeitlichen Komponente. Und dann haben wir wieder später im Zeichen des Zen-Buddhismus eine chinesische Beeinflussung und nachher europäische Beeinflussung. Und ich denke, wir können das durch unsere Sammlung sehr wohl abdecken. Aber es ist insgesamt schon, ich glaube, in Deutschland ein sehr einmaliger Überblick über die verschiedenen Stilrichtungen, die auch übrigens zeitgleich, parallel gepflegt wurden. Also es ist anders als in der europäischen Entwicklung, wo wir sozusagen Stilepochen haben, die aufeinander folgen. So war es in den Malerwerkstätten üblich, dass die auch verschiedene Idiome parallel beherrschten und auch zur Anwendung brachten. Wir haben natürlich viele dieser Bilder auch schon ausgestellt. Es ist eine gewisse Anzahl gewesen, über die man etwas mehr wusste. Und dann wurden die immer wieder ausgestellt, aber eben richtig durchgearbeitet und als Ganzes auch sozusagen in Ordnung gebracht. Das ist jetzt erstmalig geschehen. Naja, also es war ein langes Desiderat und ich bin sehr glücklich darüber, weil jetzt damit auch wirklich eine Selektion getroffen ist. Thank you.